Während der Bundeskanzler Scholz wieder dabei ist, irgendwelche Pakete zu schnüren, hat sich jetzt das Arbeitsministerium um Hubertus Heil um sagenhafte 2 Milliarden verrechnet bei den Bürgergeldkosten. Die Parteien gönnen sich dabei immer mehr und mehr Geld selbst, während sie den Bürger anraten zu sparen. Und ich habe heute eine ganz besondere Frage. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens und mein sehr guter Arzt auf Mallorca, Dr. Gmelin, hat mir geraten, mich nicht immer so aufzuregen in meinen Videos. Schöne Grüße an dieser Stelle. Deswegen machen wir das Ganze doch einfach mal ganz entspannt an diesem Samstagabend, ja? Kein Aufgerege, ganz entspannt. Hören wir doch einfach mal der Neujahrsansprache von Olaf Scholz zu Beginn des Jahres 2023 und was er dort an Entlastungen hier wieder für uns so alles geplant hatte. Hören wir einfach mal ganz kurz rein. Damit alle in Deutschland mit den gestiegenen Preisen zurechtkommen, haben wir im vergangenen Jahr große Entlastungspakete geschnürt. Morgen am Neujahrstag treten weitere Neuerungen in Kraft. Da hört ihr es, ja? Wundert euch jetzt aber nicht, wenn diese Entlastungspakete bei euch Nettosteuerzahlern und Leuten, die eben arbeiten, nicht wirklich ankommen in der Haushaltskasse. Es liegt nämlich daran, dass eben jene Verantwortlichen der Bundesregierung, was die Rechenfähigkeiten angeht, ich sag mal, mehr oder weniger Neuland betreten haben. Und zwar beim Thema Bürgergeld. Wie wir jetzt nämlich einer neuen Meldung vernehmen können, haben sich hier das Arbeitsministerium um Hubertus Heil um satte 2 Milliarden verrechnet. Und es wird sogar noch mehr. Das Arbeitsministerium von SPD-Minister Hubertus Heil hat sich im vergangenen Jahr, als es darum ging, die Ausgaben für das neue Bürgergeld zu berechnen, um 2,1 Milliarden verschätzt. Ah, habe ich sogar noch ein bisschen zu niedrig angesetzt. Aber was sind schon 100 Millionen? Das geht aus einem Schreiben von Finanzstaatssekretär Florian Tomka von der FDP an den Haushaltsausschuss hervor. Immerhin einer bei der FDP, der noch seiner Arbeit nachkommt. Ursprünglich waren schlappe 23,76 Milliarden geplant. Jetzt wird aber mehr gebraucht. Na, wer hätte das denn gedacht? Also ich will ein einziges Mal eine Meldung lesen aus der Politik, die da lautet, weniger gebraucht als geplant. Ich will es nur einmal in meinem Leben wirklich mal erleben. Fast noch mehr, wie das GTA 6 endlich rauskommt. Zwei Gründe stecken hinter Heils Rechenfehler. Die erste Erklärung vom Ministerium liegt einfach daran, dass Deutschland sich ja zufällig in einer Rezession befindet. Ist kein Spaß, steht genauso dort drin. Ja? Das konnte man ja vor einem Jahr von politischer Seite noch nicht erahnen. Ja? Ich meine, kein anderes Land in der EU entwickelt sich aktuell wirtschaftlich so schwach wie Deutschland. Die meisten wirtschaftlichen Probleme sind hausgemacht. Aber da man natürlich selber am Anfang noch von einem Bazooka-Wumms ausging und von allen möglichen grünen Wirtschaftswundern, hatte man eben nicht damit gerechnet, dass eben das Wirtschaftswachstum so schwach ausfällt bzw. sogar schrumpft. Das bedeutet natürlich auch weniger Einnahmen. Das bedeutet eventuell auch mehr Kosten für das Bürgergeld. Eine andere, ja, kleine Problematik, die sich ergeben hat, ist, dass jetzt eben doch einige Leute mehr gekommen sind, vor allem eben aus der Ukraine und so, die jetzt eben natürlich auch Anspruch auf das Bürgergeld haben und man deshalb jetzt einfach mal diese 2,1 Milliarden mehr beanspruchen muss. Aber es sind ja nur 2,1 Milliarden, ja. Habt euch nicht so. Ihr sollt sparen, nicht jedoch die Politik. Und auch nicht die Politik, wenn es darum geht, Geldgeschenke zu machen. Also Geld mit vollen Händen auszugeben, ja. Denn das Bürgergeld soll ja auch nächstes Jahr abermals wieder kräftig erhöht werden. Wusstet ihr übrigens,
dass es auch ein 40.000 Euro Schonvermögen gibt. Also an das muss man nicht dran. Spannend an dieser Stelle, wusste ich bis dato gar nicht. Aber man lernt ja jeden Tag was Neues mit dazu. Zum Beispiel auch, dass die Parteien selbst für sich, was den Sparkurs und so weiter angeht, den auch Scholz bei uns Bürgern immer anmahnt, nicht so wirklich tragen. Gut, wir bekommen ja auch regelmäßig Tipps, wenn es ums Duschen geht beispielsweise. 5 Minuten maximal, hat, glaube ich, Katrin Göring-Eckardt gesagt. Sie geht mittlerweile ganz anders und ganz bewusst mit dem Thema Duschen um. Nun kommen wir weg von den Duschtipps hin zu dem wirklich Wesentlichen in der Politik, und zwar dem Geld. Mal wieder. Wenn es um das Geld für die Parteien geht, da wird nicht so wirklich gespart. Schauen wir mal hier in diesem Artikel bei Tichys Einblick, dann sehen wir, dass künftig bekommen die Parteien 184 Millionen Euro im Jahr. Jedes Jahr. In einer normalen 4-jährigen Wahlperiode summiert sich das auf grob 740 Millionen Euro. Das sind übrigens nicht die Gelder für die parteinahen Stiftungen, sondern für die Parteien selbst. 2017 hatten die Parteien noch knapp 162 Millionen Euro eingesackt. Das war den nimmersatten Schatzmeistern lagerübergreifend zu wenig. Die Große Koalition unter Angela Merkel erhöhte deshalb 2018 die gesetzlich zulässige jährliche Obergrenze mit einem Schlag auf 190 Millionen Euro. Na, 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 hat dann irgendwann das Verfassungsgericht gesagt. Und gesagt, dass genau jene Erhöhung 2018 verfassungswidrig sei. Das ist aber jetzt schon häufiger vorgekommen in letzter Zeit. Auch was die parteinahen Stiftungen und deren Finanzierung angeht. Da gab es ja auch schon das ein oder andere Verfassungsgericht-Urteil. Will man sich etwa schon wieder darüber hinwegsetzen? Nun, genau das ist geschehen. Denn in dem Urteil wurden die Parteien auch aufgefordert, dass seit 2018, das ist jetzt 4, 5 Jahre her, falls ich richtig rechne, Moment, ich frage mal kurz Herrn Heil, vielleicht weiß der das, dass die dieses Geld, was sie seit 2018 erhalten haben, zu Unrecht zurückzahlen sollen. Das sind immerhin aktuell 125 Millionen Euro. Ja, wo sind die denn? Ha, vielleicht bei Gregor Gysi und den verschollenen SED-Millionen. Wer weiß das schon. Jedenfalls haben die Parteien jetzt gesagt, ja, war zwar Urteil des Verfassungsgerichts, aber wir haben ja aktuell so schwierige Zeiten, so viel Kosten. Schließlich müssen wir ja auch die Digitalisierung und so finanzieren. Es gäbe veränderte Partizipationsanforderungen. Und deswegen lasst uns doch bitte diese paar Millionchen, so viel ist es doch nicht. Ja, und das, meine lieben Mitbürger, ist dann auch so der kleine Blick in die Haushaltskasse unserer Parteien. Und die Frage, die ich am Anfang des Videos noch stellen wollte, ist folgende. Mal gerichtet an all jene, vor allem SPD-Wähler unter uns, falls es diese unter meinen Zuschauern gibt. Vielleicht verirrt sich der ein oder andere nochmal hierher. Wie kommt man eigentlich dazu, dieser Partei zu vertrauen, wenn es um die Steuerpläne und die Steuererhöhungen, die ja jetzt dann im Dezember besprochen werden auf dem Parteitag, dieser Partei ausgerechnet es zuzutrauen, hier die korrekten Rechnungen zu machen und mit dem Geld der Bürger sorgsam in dem Umverteilungswahn umzugehen? Ich würde sagen, überlassen wir das Feld doch langsam mal den Leuten und den politischen Akteuren, die vielleicht in ihrem Leben abseits der Politik schon mal unter Beweis gestellt haben, dass sie auch die wirtschaftliche Vernunft beherrschen und vielleicht die ein oder andere mathematische Fähigkeit. Vielleicht entstehen dann auch keine 2,1 Milliarden Löcher auf einmal mehr. Vielleicht werden dann auch die 125 Millionen irgendwann doch noch zurückgezahlt. Wer weiß schon.
Bei all diesen ganzen Steuern, die eingetrieben werden, da kann man schon mal den Überblick verlieren. So, was sehen wir an diesem Samstagabend? Es geht doch auch ganz ruhig und ganz entspannt. Sollte ich vielleicht öfter machen.